Moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Ratchet & Clank Rift Apart. Da ist noch ein Edelstein, den nehmen wir direkt mit. Und dann führt uns der Weg schon, wenn ich das richtig sehe. Oh oh. Genau hier hin. Wollen wir da jetzt rein? Wollen wir das machen? Bin mir unsicher. Ich kann hier noch einmal kurz mit ihr schnacken. Gegner wollen's nicht kapieren. Querschläger. Wieder und wieder mit dem Querschläger. Mal angucken. Der Querschläger. Zieh den Feuernachzug, um auf deine nutzlosen Gegner zu feuern. Oh, oh je, und dann erscheint das Geschoss wieder direkt neben ihn. Und dann zieh den Feuernabzug, um wieder und wieder und wieder zu treffen. Okay, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall besser als der Formschnitter-Sprinkler. Formschnitt-Sprinkler. Nächstes kommt der Blitzableiter. Den finde ich ja fast noch besser. Aber wir holen uns trotzdem den Querschläger. Ein Geschenk, das immer wieder Freude bringt, wenn du am Abzug ziehst. Eben weil die Blasterpistole schon voll aufgemaxt ist, müssen wir jetzt mal ein bisschen auf andere Sachen gehen. Hier können wir noch wieder ein bisschen was holen. Wir haben schon wieder 24. Die müssen wir auch mal ein bisschen mehr benutzen. Schüsse durchbohren alles. Das ist sehr gut. Gönn dir eine Aufrüstung. Du hast sie verdient. Schmetterbombe. Was haben wir denn da Schönes? Die Schussrate ist erhöht. Das ist wichtig, weil man kann die echt wenig werfen. Fliegen deutlich schneller. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber wir nehmen das. Vergrößert den Wirkungsbereich ist auch richtig gut. Und das Wichtigste von allem könnte das hier sein. Erhöht das Munitionslimit, ja. Erhöht die aufgenommene Munition aus Kisten um 2. Das ist auch sehr geil. So, 3 Stück haben wir noch. Verbessere das böse Mädchen, um mehr Aufrüstungen zu erhalten. Ja, die sparen wir uns erstmal, würde ich sagen. Da haben wir die neue Wunderwaffe. Wie war denn das jetzt? Hier gedrückt halten. So, der Blaster ist jetzt halt... Ja gut, Stufe 5. Ich weiß nicht, ob das die maximale Stufe ist. Ich glaube nicht. Wir behalten den nochmal kurz drin, weil der müsste gleich das nächste Level erreichen. Ich weiß gar nicht, was das Maximallevel ist. Aber wir haben ja eigentlich alles für den aufgebessert. Und wir müssen versuchen, ein bisschen mehr mit anderen Waffen zu spielen, damit wir die auch aufbessern können. Das ist auf jeden Fall wichtig. Okay, nicht betreten. Kapiert. Darf ich's mir mal ansehen? Ich habe ein wenig Erfahrung mit Dimensionsanomalien. Ich... klar. Willkommen! Sei gegrüßt! Wie bist du hier reingekommen? Wo genau ist, hier? Oh, das weißt du nicht? Tja, ich auch nicht. Offenbar irgendeine Art Raum zwischen den Dimensionen. Könnte harmlos sein. Oder ein kaskadierender entropischer Riss. Und das ganze All endet bald als eine formlose Suppe. Wir werden sehen. Oh. Oh je. Also, ich bin Clank. Bitte, ich möchte helfen. Klar, ja, Clank. Ich bin der allsehende kosmische Prophet aus Interdimensionssektor 2255 Omega-Phase. Nenn mich einfach Gary. Da steht's ja. Clank, Ex-Kampfbot, dann Partner des Lombax, wurde zum Helden. Schön für dich. Oh, oh, ein Freund meines Vaters. Verstehe. Deines Vaters? Du bist vielleicht der, auf den ich gewartet habe. Willst du mir helfen, die
die Dimensionen zu reparieren? Okay. Weißt du, wie man Dimensionen flickt? Eine Abwechslung nach der anderen. Hier Kopien von mir herum? Das sind deine Möglichkeiten. Der Schlüssel zur Reparatur dieser Anomalie. Doch zuerst, nimm die Kugel davon. Das ist eine Hebekugel. Sie reduziert die Schwerkraft von Objekten, die sie berührt. Deine Möglichkeiten verhindern offenbar, dass eine Anomalie kollabiert. Sie sehen aus wie du, weil du die Dimensionalität so interpretierst. Aber wie du sehen kannst, sind sie orientierungslos. Wenn du sie zum Meta-Terminal leiten kannst, beginnst du die Anomalie zu reparieren. Es ist einfach unglaublich. Jetzt betritt das Meta-Terminal und du bist einen Schritt näher an der Reparatur dieser Dimensionsanomalie. Ich weiß nicht, wie lange ich dieses Spiel jetzt schon spiele. Wir sind hier im 6. Part, also so circa 2,5 Stunden. Knapp drüber. Und es kommt immer wieder was Neues. Ich habe das Gefühl, als würden die Dinge langsam Sinn ergeben. Dimensional gesprochen. Also, das Gefühl habe ich noch nicht so ganz, aber... Ich wette, mit mehr Tempo wäre diese Barriere im Nu erledigt. Damit lebst du auch auf Sargasso, Gary? Eigentlich auf Savali. Ich habe im Archiv studiert. Das ist die größte Sammlung dimensionalen Wissens, die ich je gesehen habe. Okay, ich kann die auch wieder rausnehmen. Ja, na klar. Das kann Möglichkeiten vielleicht umlenken. Irgendwie muss man es aktivieren. So, hier, ne? Großartig! Du scheinst ein Naturtalent zu sein, Clank. Ich bin vorsichtig optimistisch. Okay, das bleibt aber nur so lange gedreht, wie ich da drauf stehe. Danach dreht es sich wieder zurück. Das ist auch interessant zu wissen. Aber das ist cool. Und ich wette, sowas wird noch häufiger vorkommen. Ich spüre, dass ich durch diese Rätsel irgendetwas lerne. Aber ich kann nicht erklären, was. Worte kommen zu dir, wenn du bereit bist. Jetzt leite deine Möglichkeiten zum letzten Meta-Terminal. Ich will dich nicht nervös machen, aber davon hängt wirklich viel ab. So richtig viel. Wenn ich diese Anomalie behebe, behebt das dann alle Schäden in dieser Dimension? Oh nein. Dafür breiten sich Anomalien zu schnell aus. Ich fürchte, eine Dimensionskatastrophe tritt ein. Wir können sie nur noch mit dem aufhalten, was sie bewirkt hat. Der Dimensionator? Genau. Aber wenn dir das... Da schaffe ich es nicht durch, das ist zu kurz. Zu verstehen, wirst du bald genug gelernt haben, um uns alle zu retten. Ich aber ich komme drum rum. Ob ich all das letztendlich lösen können werde. Warum sagst du das? Wenn ich es das jetzt da reinhau. Es ist her, dass ich ein Held war. Und nach allem, was mit dem Dimensionator passiert ist, bin ich besorgt. In Zeiten großer Belastung, bei mir also eigentlich immer, okay, hat es sich stets bewährt, Dinge Schritt für Schritt zu machen. Konzentriere dich auf das, was du willst. Okay, dann trotzdem dahin. Okay, ich hab's hingekriegt, wieder rauszuholen. Kommt die da rein? Genau. Und da kann ich hier durch. Damit rüber. Fühlt sich leichter an als Luft. Krieg die nächste. Kann dann die hier reinhauen. Die da rein. Diese da wieder rein. Und dann muss ich mich nur noch hier raufstellen. Das war's, Clank. Perfekt. Repariert und wir sind einen Schritt näher daran, die Dimensionskatastrophe zu verhindern. Jetzt muss ich selber nur noch da durch.
Sehr schön. Und ich so. Hör zu, Mord. Du, Mord und Mord, versteckt lieber die Limonade, bevor Mord kommt. Wow. Du hast sie gerettet. Wie hast du das geschafft? Ich weiß nicht genau. Rivet, wie geht's dir, altes Haus? Überraschung. Das war heute ein Tag, ich sag's dir. Mein Trip nach Nefarious City lief total schief. Mein Schiff ist Schrott und ich... Ach, überlass das mal ruhig der alten Mord. Also, sofern du das Teil dabei hast, das ich wollte, ich bring das alte Ding wieder in Topform. Schön, dass sie alle Mord heißen. Rivet, das Schiff ist bereit und wartet auf dich. Okay, Bolts, ich schulde dir einen Signalverstärker. Und dazu müssen wir zu Zirkis. Sehr schön. Sagt, dass er den Riesensuchfüßler reparieren will. Ja, und da habe ich zu Mord gesagt, pack das lieber weg, bevor Mord kommt. Und Mord war auch dabei und Mord. Finde ich schön. Was gibt's hier? Hallo. Haha, eine Schraube. So, bitte nicht einfach nur mehr Galerie. Warum ist das Ding hier von ihr eigentlich blau? Das musst du auch eine andere Farbe kriegen können, oder? Hammer. Schön. Machen wir das hier in Kaugummi. Das passt zu ihr. Sehr schön. Passend zum Outfit. Oh. Noch ein Kristall mitgenommen. Für die Upgrades. Das Schiff ist bereit. Ja, so weit bin ich aber noch nicht. Danke. Bist du soweit? Natürlich. Dafür gibt es hier noch viel zu viel zu entdecken und einzusammeln. Dafür bin ich auch viel zu sehr der Open-World-Fan, als dass ich das jetzt einfach so übergehen könnte. So, dich brauchen wir. Und Angriff. So, wo genau geht's jetzt wieder zurück? Ich muss hier doch zwangsläufig nochmal wieder zurückkommen, oder nicht? Karte gucken. Da will ich wieder hin. In den ganzen Bereich. So was wie schnell reisen kann man auch nicht. Wobei, hier ist ja auch noch so viel. Das heißt, ich will genau dahin, wo ich jetzt gerade hingucke. Das hier doch in etwa passen. Hier ist dieses Portal unten gewesen. Ich habe eine Trophäe gekriegt, weil ich den Fernseher angemacht habe.
Okay. Wo sind wir jetzt? Auf dieser Insel. Das ist gut. Das ist schon mal sehr, sehr gut auf jeden Fall. Die Waffe ist ein bisschen überpowered, sind wir mal ganz ehrlich. Man muss ja nicht mal mehr richtig damit zielen. Und die nimmt trotzdem alles restlos auseinander, ohne Probleme. Ist ein bisschen stark. Aber stark mag ich, ist genau mein Ding. Was haben wir hier drüben noch alles? Okay, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Das ist gut. So, und wir kamen zwangsläufig aus dieser Richtung. Hier stand letztes Mal aber noch so ein Riesenviech. Aha. Was war das? So. Okay. Ich wollte es nur mal getestet haben, ob das kaputt geht. So, von hier sind wir gekommen. Das heißt, da müssen wir auch irgendwie wieder lang. Also versuchen wir das einfach mal. Ja, ich glaube, hier ist... Nee, hier ist noch nicht das, wo ich hin wollte. Okay. Aber so ein Viech ist wieder hier. Das kann man natürlich mal fix erledigen. Killen wir das Ding doch wieder mit dem Blaster. Nee, mit den Granaten. Sehr gut. Sehr gut. Da muss ich rüber. Ich bin echt ein bisschen verwirrt hier auf dieser Map. Die standen gerade in der T-Pose. Die waren noch nicht so weit geladen. Also zumindest deren Animation nicht. Hier müssen wir rüber. Das war doch das, was letztes Mal nicht ging, ne? Ne, letztes Mal kam ich hier überall nicht rüber. Da war eine Sperre drin. Zu 100%. Okay, sagen wir zu 99%.
Was wollen wir haben? Den Vollstrecker. Weil wir den leveln wollen. Warte mal, bin ich jetzt hier, wo dieser kleine Kristall noch da drüben war, oder bin ich auf der anderen Seite? Ich bin auf der anderen Seite. Okay, ich darf den Kristall nicht vergessen. Ich weiß ja immerhin, wo er war. Deswegen wäre es jetzt blöd, ihn dann auszulassen. Noch so ein Riss. Ja komm, gönnen wir uns den. Irgendwer hat viele Kisten verloren. Aha. Warte mal. So? Nicht ernsthaft. Juhu! Ist jemand da draußen? Ich stecke außerhalb von Raum und Zeit fest, ohne einen Snack. Ich brauche Proteine. Oh, ja, das ist ein Untergangsfest. Oh oh. Ich hab halt eigentlich Bock, die ganzen Kisten alle kaputt zu machen. Echt cool. Okay, jetzt kann ich sie alle kaputt machen. Das war ziemlich sicher alles hier. Also sollte ich vielleicht. Oh, ich hab das letzte Teil der Rüstung. 20% wird verringert. Das ist sehr gut. Sieht auch gut aus. Müssen wir aber farblich noch anpassen. So. Zur Mission. So, jetzt müssen wir mal gucken, wenn ich die abschieße. Okay, ich krieg die trotzdem. Das sah schmerzhaft aus. Also ich habe definitiv nicht auf die Kiste unter mir geschossen. Oh, hier sind noch Kristalle, die habe ich voll übersehen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das mal ganz einfach. Okay, wenn die runterfallen. Krieg ich davon nichts, oder? Nein. Okay, ich möchte ja mal nichts sagen, aber man kann hier geringfügig viel Geld farmen. Das ist ja krass. Und ich kriege immer mehr Kohle. Das kann's ja keinem erzählen. Okay, dafür reicht es nicht. Vielleicht nochmal die Granate. Money, money, money. Also ein bisschen muss ich mir das gönnen, wenn es hier schon mal so gratis Money gibt. Aber ich würde sagen, das reicht jetzt auch. Wir haben echt gut Geld gemacht. Passt schon. Achso, ich wollte da nochmal gucken, ob es da noch irgendwas gibt. Nö, nur eine kleine Plattform.
Sonst nichts weiter. Okay. Dann wieder raus aus dem Riss. Tja, Geldfarmmaschine da drin. Also wenn ich mal ganz dringend Geld brauche, um irgendwas zu kaufen, weiß ich ganz genau, wo ich hingehe. Ja, jetzt habe ich allerdings hier kaum noch irgendwas Munition hier. Wobei doch, die füllt sich irgendwie verdammt schnell auf. Ja, diese Schrotflinte, die möchte ich jetzt gerne als nächstes einmal auf alles aufgebessert haben. Also ich nenne es einfach Schrotflinte. Es ist ja auch irgendwie eine. Also muss ich damit ein bisschen spielen. Zack. Immer so ein bisschen Ausschau auch nach den Kristallen halten. Jetzt sag nicht, dass es Knochen ist. Das ist doch der, wo ich eben drin war, oder? Oder? Ich glaube ja. Ich bin jetzt nur irgendwie einmal im Kreis gelaufen. Ja, das ist der, wo ich eben drin war. Ja. Definitiv. Okay, hier kriegen wir noch so einen neuen Flitzkäfer. Was ist das? Weiß ich nicht. Nichts Besonderes offensichtlich. Flitzkäfer, warten wir noch kurz. Ich weiß, es ist jetzt gerade viel Erkundung, aber das wird zu diesem Let's Play dazugehören. Hier wird nicht einfach nur schnell die Story durchgerusht und dann ist gut. Aber ich finde das Spiel echt cool und ich möchte hier auch alles entdecken, alles erleben. Hier schon wieder eine neue Waffe. Herzchen, sieh dich gerne um. Ich glaube, ich muss die erst kaufen, bis ich die hier kriege. Bald erhältlich. Ne, wobei. Der Querschläger kam jetzt auch, obwohl ich mir den Formschnittsprinkler nicht geholt habe. Dann wird das schon gehen. Ein paar Schurken erledigen, bevor du die hier aufrüsten kannst. Ja, ist mir aufgefallen. Okay, hier scheint es fürs Erste nicht weiterzugehen. Vielleicht ja mit so einem Flitzekäfer hier, Flitzbiebe. Ah, Kristall. Da. Hat er sich einfach vor mir verstecken wollen? Das gibt's ja gar nicht. Ups, ups. Okay, mein Fehler. Okay, da ist er rübergekommen, das ist gut. Ey. Ey. Okay, hier ist Map-Ende. Also, ich wollte gerade sagen, wie weit komme ich denn damit? Wobei, das hier ist doch auch irgendwie... Kann man das hier ausklappen zur Sprungschanze? Aber ich will da drüben hin, definitiv. Führt gar keinen Weg drumherum, ich muss da hin. Aber ich sehe gerade, wir können dahin, aber wohl im nächsten Part von Ratchet & Clank Rift Apart. Ich bedanke mich wie immer
fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.